Leute, was geht ab, Leute? Ich habe eine neue Gold-Arena. Habe ich gestern bekommen. War ja auf Mankey Quest. Musste die Arena platt machen für die Mankey Quest. Habe mich angesetzt und sie ist auf Gold geworden in der Nacht. Weil da hat nicht mal viel gefehlt. Ich gehe gleich los. Paar Mankey jagen. Wir sind wieder zurück auf der Jagd nach Mankey. 100%. 499. Davor habe ich hier noch einen interessanten Artikel vom Kollegen Noah. Pokémon Go. Die sechs großen Gewinner der Attackenänderung. Ich wollte eigentlich ein einzelnes Video dazu machen, aber lohnt sich nicht wirklich. Auf jeden Fall, Lucario ist ziemlich krass geworden. Der ist jetzt besser als Machomai. DPS-technisch ist er nämlich jetzt der Beste. Auch besser als der, der kommen sollte, um Machomai abzulösen. Meistergriff, genau so heißt der. Meistergriff aus Gen 5. Ich habe leider kein gutes Lucario. Kyogre mit Surfer ist besser als Kyogre mit Hydro-Pumpe. Also könnt ihr die Attacke ändern. DPS-technisch ist aber Kingler immer noch vorne. Aber Teleo natürlich. Kyogre. Vor allem in Rocket-Kämpfen sind schnelle Ladeattacken und Ladeattacken mit vielen Balken, die man schnell und sehr oft benutzen kann, besser. Und da ich viele Rocket-Stops mache, freut mich das und das werde ich auf jeden Fall ändern und machen. Dann natürlich Gengar mit Dunkelklaue. Ihr könnt allen euren Gengar Dunkelklaue beibringen. Vor allem, wenn sie nur Böse können. Schlecker ist ungefähr genauso gut wie Dunkelklaue. Das müsst ihr nicht unbedingt ändern. Und Raron könnt ihr jetzt natürlich Feuerodem und Drachenklaue beibringen. Und das war's auch schon mit den Informationen. Also das Wichtigste ist wohl, Lucario ist jetzt ziemlich krass und Kyogre sollte dir Surfer beibringen. Wie gesagt, ich pack's jetzt raus, paar Mankey an. Wenn das Video fertig ist für heute. Das muss noch uploaden. Und die erste Mankey Quest abgeholt. Erstes Mankey holen wir ab. Und? Leider nicht. Hier irgendwo sind nochmal zwei, dann habe ich direkt auch wieder drei. Aber jetzt muss ich erstmal zu einem Raid. Ist schon so dunkel geworden. Noch eine kleine Geschichte, solange wir auf den Raid warten. Jetzt habe ich heute zwei Freundschaftsanfragen bekommen. Oh, der Hong, wie kann das sein? Dein Code ist doch so geheim. Top Secret. Ich habe den gestern in so eine Münchner Freundescode-Liste eingetragen. Das ist so eine Excel-Tabelle mit den ganzen Codes. Da schreibt man sich ein. Name, Code und dann die Stadtteile, wo man unterwegs ist und so weiter, Level und so weiter. Und ja, das ist eigentlich sehr seriös. Dachte ich mir, hey, ich bin eh auf der Jagd, auf der Suche nach aktiven Münchnern, weil Münchner sehr wichtig, denn ich bin auf der Jagd nach Glücksfreunden. Und nur mit Münchnern kann man dann am Ende tauschen, wenn man Glücksfreund ist. Und mit denen außerhalb bringt das halt absolut nichts. Nur Münchner, die anderen kriegen den Code nicht. Ich habe heute die zwei Anfragen bekommen. Alles gut, sogar recht aktive Spieler, denke ich mir, geil. Dann warte ich halt, bis die mir ein Geschenk geschickt haben. Dann habe ich gesehen, beides nicht Münchner. Schon sehr komisch, weil wie gesagt, das ist eigentlich eine Münchner Liste. Und die Typen sollten das eigentlich nicht haben. Zwei sehr aktive Leute, wie gesagt, tut mir leid, dass ich euch wieder entfernt habe. Aber ich habe kein Interesse daran. Ist besonders schade, weil ihr habt mir jetzt ein Geschenk geschickt und das ist halt ein Geschenk weniger für eure normalen Leute und Aktivitäten. Das heißt, ein Geschenk sozusagen verschwendet, das tut mir echt leid, aber keine Ahnung, woher ihr den Code habt oder was ihr mit dieser München-Code-Freundesliste macht. Aber kein Interesse. Wir holen uns drei Mankey ab, Leute. Und hoffentlich ist eins dabei. Da muss ich keine mehr jagen heute. Denn es ist kalt, Leute. Ich will heim. Aber ich kann so oder so nicht heim, weil ich muss erstmal noch die Geschenke sammeln. Aber sieht nicht gut aus. Nee, leider nicht. Die Jagd geht weiter. Schnell mal Sierra besiegt. Die letzte, die ich noch brauche. Ich hatte letztens im Livestream Alo an meinem Homestop. Hab den aber nicht gemacht. Auch wenn die Zuschauer es wollten. Aber ich brauche Alo nicht mehr. Ich brauche nur Sierra und ihr Shiny Kryptos Liebe. Und den haben wir immer noch nicht. Der Wind ist echt schlimm. Doppel-Mankey-Check. Nope. Aber wir haben heute noch echt viele. Nee. Wir kommen schon näher, aber nee, leider nicht. Doppel-Mankey-Check. Und 491, leider nicht ganz. .472, tot. Schade. Doppel-Mankey-Time, ihr wisst Bescheid. Digga, gib ihn mir doch. Wie lange müssen wir nach dem jagen, Alter? Und? Nee. Ihr wisst Bescheid, nochmal zwei Mankey. Und
einfach kein Glück. Yo, Mankey Time. Ich habe danach noch zwei. Das war's dann für heute. Ich könnte noch zwei holen, aber die sind dann doch zu weit. Wir leiden, Leute, wir leiden. Oh Gott, ey. Und? Yo, das war's. Kurzes Video. Die Ausschnitte hatte ich noch vom Freitag. Hätte ich Samstag hochladen müssen. Aber ja, da ging es mir nicht so gut. Und dann bin ich gerade mal rechtzeitig zum C-Day losgegangen. Da hatte ich erst recht nicht die Zeit, das Video noch hochzuladen. Abgesehen von den Mankeys geht halt momentan nichts. Das ist so mein Hauptziel. Und das wird jetzt wieder durchgezogen, bis ich meinen 100 habe. Da muss ich jetzt durch. Und da müsst ihr jetzt auch durch. Wobei, einige wird es wahrscheinlich freuen, weil die fiebern immer richtig mit mir und meiner 100er Jagd. Oder allgemein, egal was ich jage. Wünsche mir da immer viel Glück. Und es haben auch schon echt viele gefragt, Junge, wann jagst du mal wieder die Mankeys und so? Gib nicht auf, jag mal wieder Mankey und so. Wir sind wieder am Start, Leute. 100er Mankey wird sich gegönnt. Wir geben nicht auf. Hoffentlich noch dieses Jahr. Problem ist, heute macht die Map Probleme. Da wird irgendwie nichts angezeigt. Übrigens, Book of Quest heißt die Map für die Quests. Funktioniert an sich in jeder Stadt. Falls bei euch nichts angezeigt wird, heißt das, dass sich keiner drum kümmert. Also entweder fügt man das selber ein, trägt man das selber ein, oder ein Bot scannt die Gegend für euch. Aber wenn sich keiner in eurer Gegend darum kümmert, dann ist da auch nichts. Also es gibt keine Elfen oder so, die durch Zaubern die Infos da verteilen. Das muss irgendjemand machen und wenn das keiner bei euch macht, ja, dann habt ihr keine Infos. Versteht ihr? Das ist echt so die häufigste Frage, die mir gestellt wird. Ja, Book of Quest bei mir funktioniert nicht. Ja, wenn sich keiner darum kümmert bei euch, dann ist da auch nichts. Mal schauen, was sich sonst noch so machen lässt. Check noch das Video von gestern ab. Das habe ich gestern Abend noch hochgeladen und zwar das vom C-Day Wochenende. Meine Ausbeute war okay. Könnt ihr gerne im Video abchecken. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.